LOL. Das war das hier, Leute. Habt ihr mich von hinten gesehen? Habt ihr meinen sexy Po gesehen, Alter? Uiuiuiuiui. Immerhin ist Carmina am Leben. Hallo? Hallo? Du kannst übrigens, wenn du Tab drückst und Job buchst, kannst du auch wieder die Hauptquest als Hauptquest machen. Das ist doch die Hauptquest. Ganz oben. Das ist doch die Hauptquest. Was? Nein. 1000 Worte ist eine Nebenquest. Ausbruch ist die Hauptquest. Oh. Sorry, Mission. Ups. Autschi. Ja. Upsi. Okay, ich würde sagen, wir gehen einmal dahin. Nee. Wir gehen dahin. Und von da aus, was denn? Der Junge hat gerade aus dem Boden ein Stück Brot gezogen. Bruder! Carmina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen, dass wir draußen Fangen spielen und angeln gehen und schwimmen können. Ja, irgendwann. Irgendwann, wenn ich die bösen Leute auf den Po gehauen hab. Was soll er hier denn schon wieder? Die unsere Firma wurde von einem Jungen namens Bean gegründet. Er ist ein echter Schatz, aber man muss ständig auf ihn aufpassen. Ich glaube, ihm wurde irgendein wichtiges Dokument gestohlen. Wenn du das für ihn finden könntest, würde er dich sicher irgendwie entlohnen. Ja. Oh Gott, können wir bitte gehen, Alter. Schauen wir mal, wie du dich machst. Nee, schauen wir nicht. Komm ja nicht mehr hinterher, schließ dir schnell das Tor. Okay, guck mal da, wo ich mich jetzt markiert hab. Tja, ist nämlich gleichzeitig die Quest, die wir jetzt haben. Na, das ist eine Nebenquest. Ja, machen wir die und nehmen wir alles auf den Weg mit. Okay. Ich hätte nur gerne Karre. Fahrbahn. Ja. Fahrbahn unersetzt. Ja, gut, Fahrbahn nicht. Oh Leute, ist das nice mit der Tastatur. Das gefällt mir richtig gut. Das war jetzt nicht nett. Oh, netter Stuff, du. Nimmst du die rechten? Willst du die ernsthaft umbringen? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, tut mir leid. Ich hab den einen gekriegt. Du hast nicht einen bekommen? Ich hab einen bekommen. Ne, die sind schon losgelaufen, bevor ich schießen konnte. Wo sitzt der andere? Der hinterm Baum. Hinter welchem Baum? Hier liegt einer. Ja. Und hier liegt einer. Okay. Ja. Oh, ich hab genug hergeschaut, ich kann nicht mehr nehmen. Ein Ameisenhaufen. Aua. Das hat ein bisschen weh. Ich bin gerade so richtig so voll gegen das Holz gehauen. Was ist das da unten? Was bist denn du? Oh, auch eins. Warte mal auf mich, Jan. Okay. Was erwartet uns da unten? Ich hol's. Oh, das stimmt, hab ich doch gebraucht. Da sind Flaggen. Links hat jemand was, das da kann ich ruhig markieren. Hast du gerade auf Leute getroffen? Wer ist er? Gegner! Warte, können wir den takeouten? Er ist tot. Berichten zufolge haben die Highwaymen Leute, die Leichen plündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Oh Bruder, hier vorne! Warum schießt du uns an? Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden, nachzufragen, was sie dabei haben oder was sie dir für deine Sachen geben würden. Oh Bruder. Oh Bruder. Hat sie nicht eben von Rucksäcken geredet und die dann töten, weil sie es erst plündern und dann soll ich den Rucksack schnappen? Und jetzt sagst du, hey, frag doch die Leute. Ja, aber ich dachte, das sind halt so verbündete Leute, die halt einfach Arschloch sind und einfach nur an sich denken.
gut, dann hat es ja wenigstens was Positives. Willst du fahren? Guck nach vorne! Oh Bruder, voll rüber! Was? Sorry. Ja, Ding ist hoppla. Ich hab auch schon Waffen. Hast du einen Rucksack? Roadkill-Fleisch. Wir haben gesehen, wie dieser Zug an den Felsen zerschellt ist. Und mit ihm. Aua, aua! Ey, hallo, hallo! Au! Ich hab ne Shotgun für dich. Na, da oben sitzt ein Sniper, fällt mir gerade auf. Der hat halt komplett zugeschaut, wie ich deren Teammate getötet habe. Oh, ich hab ne Shotgun. Lass einen Motorradclub gründen. Ja, nur fährst die Leute hier um, die haben Angst wegen dir. Guck mal, ist ein Questgeber. Fahr nicht um. Ey, guck, da haben wir dein Motorrad. Oh, das ist ein Kumpel. Die Highwaymen haben nicht weit von hier eine Schmiede aufgebaut. Die machen da Munition und Waffen aus Schrott. Das muss aufhören. Was ist denn hier vor uns? Oder ist das ein Außenposten? Ah, das ist die Story-Mission, die wir haben. Nee, die Story-Mission ist da hinten rechts. Ja, aber diese Nebenstory-Mission. Nebenstory-Mission. Oh, Baum. Hi. Hi, was geht? Oh, hier gibt's Quad. Ja, okay. Oh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bee, der Schöpfer. Jan! Was denn? Hey, hi. Der hat Angst gekriegt. Zurück zum Geschäft. Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bee, der Schöpfer von Wikibinia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol meinen Businessplan zurück. Jan, Gegner! Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia Ehrenwort. Hast du es jetzt? Gut, danke. Oh. Genau, ich hab Gegner gehört. Und, gab's hier was Nettes? Ja. Was denn? Ja, Klebeband. Ich sehe hier kein Klebeband. Oben. Mein Papa meinte immer, die Schlafzeit. Nacktmulz. Nee, gar nicht. Wie hießen die Dinger? Nacktmulz. Ja, dann doch noch Nachtbull. Bleib hier. Da ist gerade ein Nacktbull hinterher. Bruder, hat doch den Nacktbull. Musst du treten, musst du. Wir kriegen ihn nicht hin. Ja, ich hab ihn. Wie tritt man nochmal? Musst du auf den Boden gucken dabei. Ja. Touchdown, Bruder! Touchdown! Ja, du musst treten, musst treten. Warte, bis es angelaufen kommt und ein Tritt ist. Warte, ich. Warte, ich lock es her, ich lock es her. Bleib da stehen. Jetzt komm, welche, komm, welche, komm, du komm, komm und. Es, ach, das mit F! Muss auf den Boden gucken. Gott. Guck und. Touchdown! Hab ich ihn erwischt? Okay, es fliegt sehr gut. Touchdown! Oh, es tut so ein bisschen in der Seele weh, ne? Was ist das für eine scheiß Toilette oder Tür, Alter? Oh ne, ist zugebaut. Oh, schon wieder ein Nebenquest! Warte, nochmal bei dir? Nicht überfahren, Jan!
Ich hab gesehen, wie ein Bunker versucht hat, zum Plündern in einen alten Bunker einzubrechen. Alter Bunker? Ich hab immer einen großen Bogen um das Ding gemacht, weil es nach verbrannten Haaren riecht. Aber wenn du dein Glück versuchen willst, viel Spaß. Höre ich schon Gespenster? Na du? Hier ist was vor uns, Jan. Ja, das ist Vorratslieferung. Du hast E gedrückt halt, okay. Ja. Echter 0. 37. Meins! Hi. Guck mal hin, wo wir hin müssen. Das andere Nebenquest, oder? Wir müssen gerade. Jetzt ist sie weg. Warte, wir fahren mal weiter nach links. Dahin, dahin. Wohin? Dahin. Ja, da, okay. So, fahr da einfach hin, in die Richtung, wo du gerade markiert war. Ja, ja, nach links, nach links, nach links, zum Diamanten, zum Diamanten. Oh, ja, oh, ja, ja, da hast du gut hingekriegt, da hast du gut. Oh, Bruder, hier, Gegner, Gegner, Gegner. Oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Hier haben wir verteidigt, erinnerst du dich? Nein. Doch, hier haben wir mit dem Sniper auf dem Dach gesessen. Hallo, Freunde. Dach, 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 Dach. Ich auch. Ich habe neulich in der Kirche gebuddelt und dabei so eine Art Krypta unter dem Gebäude gefunden. Wer hätte das gedacht? Das sah aus wie ein perfekter Platz für mein Vorhinaus. Okay, unter dem Gebäude. Hey. Freddy, komm mal her. Au, okay. Au. Mit der Karma. Karma. Funktioniert das nicht. Richtig Karma, Jan. Nein, nicht Karma. Richtig verdient hast du das. Noch mehr Karma. Oh Gott, oh Gott. Das war eine Schlange. Das war nicht. Oh Gott. Noch mehr Karma, Jan. Warum eigentlich jetzt alles auf mich? Oh, Bruder! Wo ist denn jetzt los? Jan! Ich hab Scheiße gebaut! Muss ich hier sein? Wo ist deine Shotgun, Jan? Ja, ich komme. Oh, Bruder! Oh, Bruder! Oh, Bruder! Okay, die Shotgun hilft nicht. Die Shotgun hilft nicht. Oh, Wurfmasse, Alter! Dreh dich um. Oh lol, das war sogar die Mission, lol. Ich hab einfach nur random auf die Glocke gehauen. Nee, hol dir deine Vorräte. Benden ist ein Rucksacktyp, diesmal bitte nicht töten. Ich brauche hier einen Rucksack einmal, bitte, danke. Da bist du. Warum ist denn meine Maussensibilität auf einmal hochgestellt? Das ist eine Turmmaus. Jan? Ja. Kommst du?
Ja, ich tausche doch mit den Typen. Oh. Bruder. Was hast du gemacht? Ich hab den Shit gefunden, Alter. Oh, Bruder, Panzertape ohne Ende. Früher gab es eine Menge Prepper in Hope County. Die sind längst fort, aber ein paar ihrer Schätze sind noch irgendwo vergraben. Mein Tipp? Lass dir das nicht entgehen. Da findest du bestimmt ein paar nützliche Dinge. Oh, wow. Das muss ich echt viel drücken. Wir sind rich, Alter. Alter, wie geht jetzt meine Tastatur ab? Geht deine gerade auch so? Oh, ich hab Far Cry Credits gefunden! Und ich hab ganz viele Vorteilspunkte jetzt. Schweißbrenner. Fügt dem Waffenrad einen Schweißbrenner zu, repariert Fahrzeuge, öffnet Shapes und verbrennt Gegner. Wie geht das mit dem Dingens, wenn du aufspringen? Oh, ich nehme das. Da habe ich meine Punkte geopfert, Jan. Nimm du mal anderes Sinnvolles. Ich habe Schweißbrenner. Oh, Bruder. 15 Titanen, du. Da haben wir ja. Was soll ich denn sinnvoll? Los, du. Weiß ich nicht. Ey, warum das immer noch leuchtet hier. Robert, warum? Bruder! Sag mir nicht, das war gerade Cheeseburger, den wir getötet haben! Na. Nein. Das würde mir in seiner Seele wehtun hier, ne? Wenn wir jetzt Cheeseburger getötet haben. Wie können wir denn was herstellen? Immer ist so eine Werkbank, ne? Bestimmt liegt hier drin Cheeseburger. Ich hoffe. Ist da jemand müde? Ah. Weiß ja nicht, wie lange so Bären leben. Na gut, aber auch eine Atomexplosion noch dazwischen so. Also. Was war das? Weiß nicht, aber hier drin liegt Loot. Du, da rennt was auf dich zu. Okay, jetzt willst du mir. Okay. Vor uns ist wieder eine Nebenquest. Und da hinten ist ein Boss. Und da hinten ist ein Plünderer. Ich weiß, dass die Highwaymen stärkere Truppen haben. Da verschanzt sich eine Farmerfamilie am Rande des Tals. Okay. Sie sind die stolzen Besitzer des größten verfickten Ebers, den ich je gesehen habe. Des verfickten Ebers? Du musst dafür sorgen, dass die Highwaymen das Vieh nicht mehr kriegen. Komm her und sieh dir an, was ich habe. Ah, wir können mal ihn kaufen. Man kann bei ihm sogar tauschen. Mit dem Bären würden wir sogar 40 Titanen bekommen, aber ich weiß nicht, ob ich den hier tauschen sollte. Leute, meine Frage. Ihr wisst ja wahrscheinlich. Also Robert, warum, fragst du? Aber Leute, wenn ihr Plan habt, bringt es was, die Sachen zu behalten? Können wir damit was herstellen? Oder sind die eigentlich nur dazu da, um sie zu tauschen? Also ich tausche jetzt einfach mal alles ein. Oh, YOLO. Also net to know. Ach, hier können wir auch was herstellen. Ah, die fallen alle Komponenten vor. Diese Karte trägt alle Komponentenvorräte.
von der Karte von Hope County ein. Früher gab es so etwas, wurde in jedem Laden des Vertrauens oder so. Alle Panzertape. Achso, Panzertape ist nicht mehr komplett random. Sondern vorgegeben, wie viel es gibt. Mit Panzertape kannst du alles reparieren. Außer deine Ehe, sagte mein Papa. Was wollen wir mitnehmen? Karte für Komponenten oder für Panzertape? Komponenten, oder? Joa. Wo hast du denn die überhaupt gekauft? Kann ich kaufen, mit Ethanol. Ja, aber wo? Infokarten, ganz links, das ganz dicke Ding. Das ist gesperrt für mich. Oh. Ey, wieso 5 von 6? Wieso 5 von 6 Zahnrädern? Das verstehe ich nicht. Ach Leute, das zeigt noch Zahnräder an. Wir haben Zahnräder noch da, die wir nicht mitgenommen haben, aber das ist egal. Schickes Auto. So, dann latschen wir jetzt dahin. Und dann gehen wir darüber. Nehmen wir uns den Außenposten da hinten und dann gehen wir da zur Hauptmission. Yo, ich hab einen neuen Freund. Tschüss. Unfassbar, dass du diesen Crash überlebt hast. Ah, ich hol mir jetzt einmal hier hinten den Boss, den wir hier haben, was auch immer das ist. Fährt der mit dir gerade weg? Er wollte und dann bin ich rausgesprungen. Und er kommt gleich hier. Sorry. Der für eine Waffe gehabt. Bruder! Bruder! Polizei! Folg doch unter allem, was sonst so passiert ist. Jetzt zeig mal hier, du. Ja, zeig mal, was du kannst. Ja. Dass der Baum da stehen bleibt, konnte ich auch nicht ahnen, du. Was? Sag mir bitte. Was? Der Junge bleibt da stehen, kann ich dir auch helfen? Bruder! Soll ich ihn umnieten oder? Ach, den sollen wir umnieten! Nein. Aber. Okay. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker. Scheiße. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Wir müssen ihn verfolgen. Mann, ich wollte da looten! Hat er gerade hingeschissen oder was habe ich da eingesammelt? Was? Ich habe irgendwas eingesammelt gerade. Lag auf dem Boden. Das sah aus, als wenn er es gedroppt hat. Die sind alle so ein bisschen sauer auf ihn, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen dem Spacko hinterher. Wo ist denn der denn? Da unten, dieser, der Kreis, der da läuft. Na warte, wir müssen ihn verfolgen. Oh, Jan. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Heiß. Nein. Bitte hilf mir!
Mach's einfach! Hilf mir bitte! Du hast mir das Leben gerettet. Ist das schon sein Versteck? Oh, ich habe einen Vorscheißbuck erhalten. Ich glaube, das ist ein Versteck, aber ich weiß nicht. Ernsthaft, ich bin einfach nur froh, dass Nuiden uns nicht mehr umbringen will. Ich höre Schüsse. Müssen wir den jetzt hier umbringen? Viel Glück. Dein Schreibschuss! Na, ich glaube nicht. Wer schießt hilf denn mir. Hier noch? Oh Gott, bitte hilf mir! Bomber! Verpisst er sich gerade mit dem Auto? Das war scheinbar ein Zieler. Nein, hier sitzt er in seiner Ecke. Bitte komm. Lass mich das überleben. Ist denn jetzt die Quest mit dem? Keine Ahnung. Ich sehe auch keine Quest mit dem. Pastor Jerome und Ramon haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen. Wow. Oh, Bruder, ich hab 1 HP. Ey, ich bin ja glücklich, dass du mich gerade nicht getroffen hast. Aber echt haarscharf, du! Holla, die Waldfee! Ich sehe was, was du nicht siehst! Was denn? Ja, das. Haha, da hast du recht! Rome und Ramon haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen. Ich hab eine Weile nichts von ihnen gehört. Ich wette, Jerome könnte einen Kämpfer wie dich gut gebrauchen. Gute Musik, oder? Wie wohin fahren wir jetzt, ne? Ich such was aus, Moment. Oh, hinter mir war jemand. Ups. Ja, fahren wir nochmal dahin. Ne, fahren wir da, genau, fahren wir dahin. Das ist ein Fluss. Du lachst übrigens gesunder. Also. Ja, du, aber ja, dann doch wieder noch. Au. Oh, was ist denn da unten? Ich ahne was, du. Okay, nicht. Oh, Deckung. Sind da Gegner gefahren? Hier sind keine Gegner. Ja, nicht sterbe. Moment. Moment, irgendwie. Ich glaube, alle sind tot. Alle tot? Alle tot. Okay. Voll unsicher gehen. Was? Okay. Du machst echt tolle Geräusche. Das war nicht von ihr. Hier hinten. Hallo.
Hier liegen noch überall Zahnräder. Oh, wo ist sie alle, die rumschreit? Hier lagen noch Zahnräder hier vorne irgendwo, hier bei mir. Ja, hier glaube ich irgendwo. Oh! Oh Bruder, nicht schon wieder so eine Kacke. Ist das? Hm? Der Bunker, wo wir früher drin gewohnt haben? Nein, nicht der Startbunker. Hallo? Oh, Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Hier ist offen. Ja, komm jetzt schon wieder. Alle Menschen. So, bin wieder oben. Was geht? Hop, geht ab. Wer schießt denn jetzt da? Wo bist du? Ich hoffe, unsere Seite behandelt dich gut. Hallo? Scheiß doch die Wand an. Bruder, alles gut? Wir greifen uns und New Eden an. Okay. Ist mir sicher. Naja, ist okay. Ich dachte gerade so, Bruder, wo kommt er denn her? Du Arschgeige, du! Da kann ich nichts mehr herstellen, das finde ich so ein bisschen schade. Und mir fehlt mein Pfeil und Bogen. Ich habe so gerne mit Pfeil und Bogen gespielt. Aber es gibt ja keine Endkosten, die du bei Far Cry 5 spielst. Verstehe kein Wort, Jan. Okay. Oh. So, wir können auch nicht damit töten. Ich wusste es. Wie kommt man da rein? Spacko. Ich hab's gefunden. Nimm mal mit.
Ich würde ja klatschen vor Freude. Mama. Aber Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns. Und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasche dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia-Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Okay, bye. Have a great time. Noch was zu looten. Was? Ja, bei dem Haus. Ach so. Komm her, du Schütze! Hey, mein Auto! Tschüss! Ja, schade, konnte er dich nicht überfahren. Du Arschgeige, du. Mit Gimpel könnte man dieses Spiel, glaube ich, gar nicht spielen. Warum? Weil Gimpel jetzt schon wieder am Arsch der Welt wäre. Gimpel, komm zum Missionsgeber! Hey, ja, gleich. Oh, 2 Vorteilspunkte, oh, Bruder. Ja, amu, ja. Drücke Shift, um freien Fall den Wingsuit zu benutzen. Kletterhaken. Fähigkeitenpunkt ist auch eine Angel. Oh, trage eine dritte Waffe. Wo? Unten. Oh, unten. Das nehme ich jetzt instant mit, Alter. Du kannst sogar für 4 nochmal trage eine vierte Waffe. Und ich nehme den Kletterhaken mit. Den Kletterhaken würde ich mitnehmen an der Stelle. Weil der bringt einige. Gut. Du hast ja für mich das Schweißen. Da habe ich ja. Dann hast du den Kletterhaken mitgenommen, den ich nicht benutzen kann? Nein. Jo, oh, Bobo, du. Hallo? Also, falls jemand das hätte benutzen müssen, dann hätte ich es wenigstens. Also ich muss sagen, dieses Far Cry fühlt sich nicht so geil an wie das letzte. Aber es gibt ja keine Dings. Mittleren Bosse. Keine was? Ne, wir hatten noch in jedem Gebiet einen Boss und das war ja bei uns das Problem, ja, dass je weiter wir nehmen, desto gemacht haben, plötzlich einfach den Bosskampf geforst bekommen haben. Ja klar, aber es ist halt so. Ach, weiß ich nicht. Es kommt nicht so Feeling auf wie beim letzten Teil. Also es ist ja auch nur eher so ein Zwischending. Ist ja nur eine kleine Fortsetzung, deswegen ist es okay. Okay. Oh, warte, die Pflanze habe ich noch gar nicht gesammelt. Oder zumindest nicht viel davon gesammelt. Wenn wir gerade dreimal überschlagen haben. Ich wollte sowieso aussteigen. Bisschen was für die Gesundheit tun mit dem Laufen. Vielfraß Rang 3. Ne, irgendwas gab's hier vorne, deswegen wollte ich gerade sowieso. Also ich wollte hier hin und dann aussteigen, aber. Oh, guck mal, da kommt noch unser neues Fahrzeug, du. Versteck uns mal, versteck mich. Ins Gesicht. Ja, gern geschehen, Bruder. Viele Leute da wohl gestorben sind, deren Spezialwissen jetzt sonst niemand mehr hat. Scheiße. Ja, richtig scheiße, ey. Ja, Leute, hat jemand beantwortet wegen der Tierhaut? Können wir die einfach verkaufen? Wie kann ich hupen?
okay, kann ich loshauen. Wie kann ich hupen? Oder? Kannst du dir die Fotos nochmal angucken und gucken, ob die hier nach... kannst du die Fotos mal gucken, während wir live fahren und sagen, ob wir... Oh Bruder, ich bin froh, dass... ob wir hier... Ob das hier irgendwo in der Nähe vielleicht ist? Bruder, das ist... Oh, Kacke. Den haben wir gerade gerettet, du Spacko! Was fährt der hier lang? Hey, aber du hast auch schon einen getötet. Wir sind jetzt im Gleichstand. Weil ich dachte, ich muss ihn töten! Oh, Bruder. Ja. Wo können wir denn die Dinge sehen? Wo sehe ich denn die Fotos? Frag ich mich gerade auch. 1000 Worte. Im Inventar können wir uns die ansehen. Ach, da unten. Großen Staudamm. Ja, das ist im letzten Gebiet. Das ist, glaube ich, auch im letzten Gebiet. Okay, das ist alles nicht hier. Hast du ihn gerade ab? Nee, das wäre ein Explosionsfass. Wieder. Hier liegt sehr viel Loot, ne? Was du? Hier unten. Leute, warte, da labbelt ihr Müll? Ein Glück, dass du gekommen bist. Jan? Ich dachte, das sind Gegner. Ja. Jan? Ja. Ja. Bruder! Drop, 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 drop. Eins. Sollten wir ein Auto nehmen? Ich habe einen Rucksack gefunden. Oh, Bruder! Oh, nee. Ja, das kommt! Oh, nee, bitte greif dich an. Bin fast fertig. Aua! Ja, nehme ich auf jeden Fall gern. Partner wurde entdeckt. Ich bin am Looten, ich kann hier nicht entdeckt werden. Ja, komm her. Jetzt aber, jetzt aber. Wo ist er? Wo ist er? Leute, ihr kommt zu spät. Oh, halt, stopp, halt, 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 bleib stehen, Bruder! Okay, hat er noch was Nettes für uns? Ich will nicht beschlagnahmen, ich will mit dir reden, Boy. Hallo? Okay, nehmen wir auch mal die Ethanol, die andere Karte hier. Okay, man kauft nicht, man tut nicht beim Kaufen, sondern alles, was bei da nicht weg ist, wird einfach so. Wir sind ganz lieb. Frieden. Ich werde geklaut. Von wem? Hilfe. Tschüss. Jan? Ja, er nimmt mich einfach mit. Jan? Bruder, mach nicht diesen. Oh Gott, er hat Tiere überfahren. Und er nimmt die Tiere mit dem OG. Das sah hier hinten übrigens schön aus. Ja, der Airdrop ist auf jeden Fall eingetroffen. Ort entdeckt. Hoher Turm. Oh, Bruder. Also.
1 von 4, 2 von 4, 3 von 4. Viermal Panzertap gibt's hier insgesamt. Wo ist das vierte? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Turm. Du ahnst es nicht. Kann man doch immer hochkommen. Ja, mal okay. Wie hast du das gemacht? Okay, so nicht. Und da irgendwie rein. Oh, Zahnräder. Und ganz oben das letzte Panzertape. Ja, ich lasse meine Schrotflinte hier, ne? Hm. Ah, so bin ich reingekommen. Was hast du denn im... Du hast doch jetzt zwei Waffenslots. Okay. Oh, die Sniper ist echt scheiße. Oh, Bruder. Au. Ja, komm, scheiß auf. Und schon alles mitgenommen? Jo. Ist einfach scheiße. Hier unter uns geht die Post ab. Oh, Kacke. Hi. Kannst du mir helfen? Sagst du mir, wie du das veranstaltet hast? Oh. Geht's dir nicht gut? Siehst nicht gut aus? Ja, Schmerzen. Es tut nur leicht weh. Was flammt da drüben eine? Was raucht da eigentlich? Oh. Links ist ein Haus. Und schon wieder eine Nebenquest, Bruder! Es tut mir leid, was die Highwaymen essen. Das ist immer die gleichen? Die haben schon Leuten Hunde weggenommen, um sie zu essen. Die halten sie auf einem Hügel. Ich kann sie manchmal jaulen hören. Du musst die Hunde retten, Captain. Oh. Irgendwas gibt's da Schönes? Sagt der am Baum hängt. Ich weiß nicht, wie ich den abbekomme. Ja, aufschließen. Ja, wo ist der Sack jetzt? Am Baum, links, unten auf dem Boden. Den hast du gerade aufgesammelt. Hab ich? Oh. Ja. Wurde nicht gemerkt. Der hing eigentlich am Baum, aber wenn ich den abschieße, dann... Oh, nein. Böse. Bruder, bist du lebensmüde, Alter? Oh, still, tot ist tot. Oh, Bruder, hol dein RPG raus! Okay. Da ist ein Gefangenertransport. Ich bin dumm, aber darauf werde ich jetzt wirklich nicht schießen. Oh, hier ist ein Außenposten. Den holen wir uns jetzt. Silent. Okay. Den Schling? Okay, das bedeutet, nur mit Wurfmessern. Und rechts, Vorsicht, Deckung. Lol, das sind... Die fahren vorbei. Die Frage ist, wie machen wir den Silent? Wie kann man Leute markieren? Oh, okay. Anvisieren. Warte mal, habe ich denn noch Vorteilspunkte? Warte, sag mal Bescheid, wenn einer auf mich zuläuft. Okay, ich kann nichts freischalten, schade.
Jetzt sind noch zwei Leute innen drinne, da ist noch ein dritter. Lol. Lol, why? Warum? Draußen ist jemand down. Wie ist jemand down? Der draußen von uns blauen. Weil irgend so ein komischer Teammate kam oder wie? Oh Bruder, ich bin tot. Oh, ja. Erklärt. Was? Nachdem so ein Mörser-Ding auf dich eingeschlagen ist, ich bin tot. Du tot bist. Lol. Wir komplett. Ah ne, haben wir es geschafft. Lol, ich habe ihn gerade noch getötet in dem Moment, wo er Mörser bei mir eingeschlagen ist. Oh, guck dir an, her! Oh, lauf du! Okay, wie viele Punkte haben wir jetzt gekriegt? Sterne? Wahrscheinlich zwei, nehme ich mal an. Ein. Ein? Wo steht das? Das war doch gerade im Fenster. Oh. Aber warum ein? Wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Oh, schon mal unsere Freunde da draußen. Ja, aber wir haben trotzdem keinen Alarm ausgelöst. Also es sind ja keine anderen Leute gekommen. Deswegen hätten wir eigentlich zwei kommen müssen. Drei ist komplett silent. Nee, nee. Was zum Geier? Oh, hier geht's unten in die Tiefe. Sprengkapsel und Müll. Jetzt stirbt hier schon wieder jemand von uns. Hast du den aufgehoben? Ja, ich lauf da gerade hin, ist halt ein bisschen weiter weg. Hast du oder tot? Da ist er. Ups. Ja, jetzt kommt hier noch so ein Kätzchenbär an. Ja, genau das wollt ihr eigentlich tun. Holland Valley. Ja, wow, wo sind wir denn? Schrott einschmelzen ist eine gute Idee. Plündern? So. Hä? Hey, was? Hä?